Willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter. Beim letzten Mal waren wir beim irgendwas machen. Ich hab's vergessen. Dabei war es erst gestern. Oh, Exoskelett T3 brauche ich noch nicht. Egal. Ja, wir haben hier gleich einen Bohrer gebaut. Ja, und ein bisschen Schnickschnack gemacht. So, mein Hund ist jetzt auch hier. Falls irgendwelche Geräusche kommen, die kommen von dem. Ne, brauchst du nicht so doof zu gucken. Ne? Yeah. Ja. Ach, wir können uns Baumrinde snacken hier. So. Die haben wir dann schon mal wieder auf Vorrat. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal nach. Ach, wir sind schon bei GTI jetzt. Und das dauert wieder länger, bis er das hat. Wie viel Superlegierung? Okay, könnte ich mehr gebrauchen. Osmium könnte ich auch mehr gebrauchen. Machen wir erstmal unsere Bohrer so ein bisschen sortieren, würde ich sagen, oder? Obwohl, brauche ich gar nicht. Ach Quatsch, davon habe ich alles genug. Ich brauche Osmium und ich brauche Superlegierung für noch einen Bohrer. Oder kann ich so einen Bohrer auch in die Osmiumhöhle bauen? Das wäre auch sehr gut. Hier ist noch Wüste. Okay. Gehen wir mal zur Schlucht. Vielleicht sind da noch irgendwelche Höhlen. Ich glaube, eine Uranhöhle. Ne, Iridiumhöhle war da. Okay. Hier ist jetzt auch Wasser. Und so Ranken sind hier auch. Kann klettern. Ach was. Die Pflanze 450%, okay. Nein. Mal schauen. Ja. Bestimmt wegen den Bäumen. Schade, dass sein Jetpack auf den Boden zieht. Gut. Das, eigentlich brauche ich die Samen nicht mehr. Ne? Raketentriebwerk, das ist gut. Und den Rest lasse ich mal liegen. Und was bringt mir das jetzt hier oben? Außer ein Zeolit pro Ranke. Absolut Rasen hier. Gut. So. Ich denke mal, ich sollte mal das hier zu mir nehmen. War doch eine Höhle oder bin ich doof?
Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, oder nicht? Vielleicht doch nicht, ich weiß es gerade nicht. So. Fliegen wir hier noch um den Rand ab und schauen noch mal Höhle. Damit hat sich unsere Höhlentour erledigt. Der kann weg. Ja, kann auch weg. Und wisst ihr was? Ich habe mal wieder einen Timer vergessen zu stellen. Start. So, machen wir die 25 Minuten auf jetzt. So. So, hier war eine Höhle mit Iridium, was ich nicht brauche. Ich brauche Osmium. Na gut. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Ne, du? Und? Nehmen wir den nochmal, dann können wir den mitnehmen. Das ist jetzt auch richtig schön grün bepflanzt hier. Haben sich die Pflanzen schön hochgerankelt. Aber naja, wir müssen eh zurück. Inventar ist voll. Nee. Gut. Kommen jetzt Meteoriten oder was ist das? Oder nur ein Sturm? Naja. Sieht mir wie ein Sturm aus. Gut. Das Ding bauen wir direkt hin. Sehr schön. Sind doch immer hier dieselben. Naja, das hier ist jetzt anders, aber egal. So, die Heizung. Schwarzpulver habe ich einmal bei mir. Habe ich noch mehr davon? Ne, habe ich nicht. Dann könnte ich noch eine vierte Heizung basteln. Erstmal Stromverbrauch prüfen. 37,6 verfügbar. Wie viel Uran habe ich? Okay. Sollte ich theoretisch noch einen hiervon hinstellen können. Ja. Zwei kann ich sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kann ich so drei Reaktoren noch hinstellen. Dann haben wir wieder en masse
Energie. Wo hatte ich das Zeolith gespeichert? Hier. Und hier oder nicht? Ja. Raketen können wir jetzt auch drei Stücke da hochschießen. Was ich zuerst mache, ist, glaube ich, aber erstmal so ein Ding hier. Zwei Dinger, zwei Superlegierungen. Ein Dinger habe ich schon. Der andere ist bestimmt noch hier irgendwie. Ja. Sehr schön. So, und das stellen wir dann mal noch hier. Und dann wäre damit auch unsere Energie flöten gegangen. Wie viel braucht denn so ein Ding? 38, oder? Ja. Dann brauche ich jetzt schon den Kernreaktor. Drei Superlegierungen, zwei Wasser. SL3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Könnte ich eigentlich vier Reaktoren hinklatschen? Hätte ich so viel Superlegierung. 3 kostet der. 1, 2, 3. Und ich brauche Schwarzpulver. Machen wir erstmal einen. Wasser. Holen wir uns schnell von hier. Die Brennstäbe müssen ja auch gut gekühlt werden, ne? Moment mal, war das der falsche? Den wollte ich gleich nur einen herstellen. Ich brauche die ganze Zeit beim Falschen, ich Idiot. Gut. Energieüberschuss, wie viel? Gut. Das auch wieder hier rein. Wasser. Zwei nehmen wir mit. Nee. Dann hier so und einmal hier so. So. Eine Heizübung wollte ich bauen. Ein Schwarzpulver. Dafür brauche ich zwei Schwefel, ein Iridium. Eins, zwei, drei. Vier. Stell mal vier Schwarzpulver auf Vorrat her. Ich soll drei, vier. Gut. Was kostet die Heizung nochmal? Zwei Stäbe und drei Superlegierungen. Obwohl, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Stellen wir uns drei Heizungen hin. Wie viel braucht eine? Energie 51. Okay. Was war es noch, was ich brauche? Zwei Iridiumstäbe. 1, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9. So. Erstextraktor T2, was brauche ich denn dafür? Okay, kann ich noch nicht bauen. 1, 2, 3. Machen wir das auch, das heißt, nehmt die nicht, das auch da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder
Zwei Holzfällen kann ich bauen. So. Dann ist mir das Iridium ausgegangen. Dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und Schwarzpulver lagere ich erstmal hier hinten wieder ein. 1, 2. Das sollte auch reichen, oder? Ja. Schön, dass unser Wert nach oben steigt. Machen wir mal so. Und einmal hier noch hin. Sehr schön. Superlegierungsstab. Kann ich hier herstellen? Okay. Das habe ich nicht mehr, ne? Nee. Die Raketen schießen wir später auf. Das speichern wir uns erstmal hier. Das sparen wir uns erstmal auf. Ah, so. Danke. Wir könnten, ups, das mal suchen gehen. Dreimal das. Wasser. So. Ich schau mal ganz kurz auf dem Handy das Bild an mit den Koordinaten, das ich gemacht habe. Fünfhundertfünfundsechzig und 2500. Schauen wir mal nach. Aus. Ne, falsche Richtung. Ja, wieder diese Richtung hier. Oder war das auch in der Höhle da hinten? Oder ist hier nochmal irgendwo so eine Höhle? Aber weiter oben muss es ja sein. 109 ist die Höhe. Ich bin bei Höhe jetzt. Hier unten 11, 10, 11, so ungefähr. Also irgendwo auf dem Berg drauf oder was? Naja, wir schauen mal. Das eine ist schon jetzt bei 2000, ach, 2,5 muss es sein. Also weiter in diese Richtung hier. Das können wir gebrauchen. Hallo, kann hier bleiben. Dafür haben wir den Bohrer. Eins, fünf und 2,5. Also irgendwo hier oben oder was? Ah, hier. Und was macht das dann? Ich sehe nichts. Mal schauen. Ach, alle drei brauchen dafür. Ach was.
Hey. Wird die Map einfach noch mal vergrößert hier? Hier Bäume. Und hier war Eis, was man wohl früher hinkommt. Ja. Hier ist ein richtiges Paradies. Auch Erfolg bekommen im Paradies. Ja, geil. Damit wird auch die Frage geklärt, wo die das Holz herhaben für die Gerüste hier. Wenn hier Bäume wachsen. Das Rosene, was ist das? Blüten oder was? Blumen? Oder so ein rosener Schimmel? Keine Ahnung. Ah, hier lang. Ah, oh, es geht weiter. Gut, da muss ich hier wieder Sachen suchen wahrscheinlich. Die für mich dann wieder woanders hin, oder wie ist das? Na gut. So war das nicht geplant. Hier führt noch ein Weg rauf. Ah, hier ist noch was. Aber ohne Koordinaten. So, rein geht's hier nicht, oder was? Das ist verschüttet. Ich wollte doch hier rauf. Oder war ich da schon? Anscheinend bin ich doof, hier war ich doch gerade eben. Na gut, weiter. Das war dann wohl mal der Eingang. Ah ja. 1, 2, 3, 4, 5. Wir legten einmal einen Aufseher. Und geht das hier auf. Gut. Muss ich jetzt 5 von den Dingern finden. Hier ist noch. Aha. Ach so. Hier komme ich auch nicht weiter hoch. Aber hier kommt man hoch. Zwei Dinger fehlen mir ja noch. Hier mit Wasserrad so. Ach, hier kann man wieder. Ach, was? Na gut. Da kann man klettern, aber ich schaue mich erstmal hier um. Okay.
Hier ist eins. Fehlt uns noch eins. Okay. Und wo soll das letzte hier noch zu finden sein? Na, vielleicht unten irgendwo. Nee. Wie kam denn hier rauf? Oder warte, vielleicht war hier noch was? Ne, denke ich nicht, ich kann hier. So was ist. Hier kamen wir rauf. Gut. Hier hatten wir eins her. Eins fehlt uns noch, ein letztes. Sauerstoff niedrig, okay. Gehen wir erstmal zurück. Da habe ich noch genug Sauerstoff hier. Dann sehen wir das wohl erst in den nächsten Folgen, wo wir da reingehen. Wir schauen nochmal. Jetzt wieder zu, ne? Ach, nee. Ah, hier geht's wieder. Da kommen wir schnell zurück zur Base mit unserem Jetpack. Ups. Okay. Man müsste hier wieder welche rausnehmen können, aber die sind ja leider gesperrt, wenn man die reinlegt. Naja. Ach, hier waren wir schon dran. Nehmen wir noch schönes Heolit mit oder so, wie das da heißt. Und schnell zurück. So. Was haben wir denn hier? Alu. Gehen wir bloß weg mit Alu, ne? Davon habe ich genug erstmal. Und irgendwann, ja, wir brauchen Alu, hätte ich doch das ganze Alu mitgenommen. Na gut. Ich glaube, wir laden unseren Sauerstoff in einer Iridiumhülle mal zwischendurch auf. Genau, ah, da ist auch eine Ranke. Die schauen wir uns gleich nochmal an, wenn unser Sauerstoff voll ist. Gut, erstmal schauen wir hier ran. Okay. War hier nicht noch eben eine Achter rum?
Das nehmen wir noch mit. Gut. Ein bisschen solid. Ich glaube, so langsam können wir einen eigenen Solid-Schrank machen. Da hinten geht es auch noch weiter. Was ist das? Irgend so eine fleischfressende Pflanze oder so. Mikrochips, das, das, das. Die Sachen können hier bleiben. Hier nochmal eins. Okay, dann springen wir mal, ne? Gut. Nee, andersrum. Hier Iridium. Superlegierung. Schwefel. Osmium. Uran. Dann lernen wir noch schnell die Baupläne. Okay. Okay. Der Rest kommt rüber. Hier Dünger, Schwarzpulver, das. Essen, trinken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. So, einmal strecken hier. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Like, Abo, Kommentar da lassen, wie immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.